Morgen, halt ein bisschen früher. Ich muss dann um 6 aufstehen. Ja, das ist auf Klo. Weil dann wieder nach Potsdam fährt, habe ich glaube ich gesagt, ne? Und ich habe vergessen, gestern ein Loch zu schneiden. Ups. Ja. Und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Der Kaffee war gestern ein bisschen früh. Ich habe gestern nämlich keinen weiteren getrunken, weil ich keine Lust mehr auf noch einen Kaffee hatte. Deswegen habe ich ganz leichte Kopfschmerzen. Vom Aufstehen noch ein bisschen mehr. Also gleich Kaffee trinken, dass die wieder weggehen. Sollte klappen. Es ist noch keine Migräne sonst, aber es ist einfach nur leichte Kopfschmerzen. Das passt. Und ja. Erstmal hier hinten bei meinem Wuschelchen. Ne? Ja. Da ist er. Und ich habe geträumt, dass die endlich Nase an Nase sind. So richtig. So auf dem. Teddy steht irgendwie auf dem Nachttisch bei mir. Ich habe schon Hallos. Auf dem Nachttisch bei mir und die ist bloß zu ihm hingegangen. Irgendwie alles auch ohne Leine und so weiter. Und hat ihn dann in der Nase. Und dann sind sie beide aufs Bett. Da wieder so. Dann saßen sie beide da auf dem Bett. Ohne Leine. Jawohl. Och, wäre das schön. Wenn das endlich soweit wäre. Naja. Okay. Ich mache jetzt hier meinen Rechner an. Guck, was los ist. Und dann trinke ich meinen Kaffee und mache mich dann erstmal fertig, würde ich sagen. Ach, ich bin immer noch so froh, dass ich um die Zeit nicht hin muss. Was macht man, wenn man Osterartikel produziert? Weihnachtsmandeln essen. Noch einen drin. Nicht, dass ich schon sechs gegessen hätte oder so. Die müssen immer leer werden, ne? Und ja, es ist von Lindt. Aber es schmeckt tatsächlich. Und ich bin ja kein Lindt-Fan, ne? Überhaupt nicht. Aber die schmecken. Es gibt doch nichts Schöneres als produktive Tage, oder? Gestern habe ich so viel Schreibgedönse gemacht wie schon lange nicht mehr. Heute bin ich dabei, alle Osterartikel zu erstellen. Okay, also zu produzieren. Nicht alle. Aber wirklich sehr, sehr viele. Die meisten sind fertig. Es fing erst nur noch zwei. Also zwei Arten. Und noch ein bisschen was für andere Produkte. Das für andere Produkte mache ich auf jeden Fall noch. Und die anderen beiden, ich glaube, es sind noch zwei Artikelarten, die sind dann für nächsten Mittwoch dran. Ja, aber ansonsten finde ich das schon mal sehr gut. Das Einzige, was ich heute nicht machen kann, obwohl Sonne scheint, ist meine Runde wahrscheinlich, weil ich auf Hermes warte wegen der Abholung für Daniel. Da wollte ich schon gestern, da habe ich ja gesagt, nee, gestern nicht. Gestern möchte ich gerne, also da wollte ich ins Café. Ich so, ne, da bitte nicht. Da nö. Nö. Ja, genau. Deswegen auf heute. Er muss nächsten Donnerstag auch tatsächlich ins Büro, wo er Homeoffice hat, aber die haben irgendwie ein Teammeeting. Und der Teammeetings sind alle angehalten, ins Büro zu kommen. Genau, da gibt es dann keine Telefon. Sonst kann es einmal eine Telefonkonferenz kriegen, was mäßig war. Aber jetzt soll alle immer da sein. Was ja auch okay ist. Jo. Ich hatte mal einen Tag und danach hat er eh Urlaub. Also wenn man noch einen Tag Homeoffice und dann hat er Urlaub. Genau. Schauen wir mal. So, ich mache jetzt hier einfach weiter. Wir haben es jetzt schon nach 11. Wie spät nach 11? Gleich 11:30. Ich kriege langsam Hunger. Ich habe gerade die Weihnachtsmandeln aufgegessen. Während ich die Osterartikel gemacht habe. Macht man so, oder? Kommt, das macht man doch so. Ich habe noch so viel Weihnachtszeug. Ich dachte, das schaffe ich mir locker, aber ist ja nicht so viel. Irgendwann habe ich aufgehört zu essen. Wahrscheinlich, weil ich hier zu Weihnachten nicht mehr so viel Hunger hatte auf Weihnachtszeug. Weil die Weihnachten schon gekippt ist. Naja, gut. Wie dem auch sei, ich versuche hier weiter zu puscheln. Und dann ist alles schnicki. Bücher. Das ist ja auch mal witzig. Unsere neue Steuerberaterin hat mir gerade ein Test-E-Mail geschickt, ob Daniel ihr wirklich die richtige E-Mail-Adresse gegeben hat. Ach, wie gut. Voll witzig. Oh, klasse. Ach, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich wirklich. Ich glaube, das wird besser. Das wird wesentlich besser. Oh. Na, wie gesagt, mit dem anderen waren wir von Anfang an null zufrieden. Und die hat ihm jetzt schon Tipps gegeben. Und noch nicht mal irgendwas angefangen, ja. Und jetzt schon irgendwelche Sachen. Und hat halt schon mit solchen Klienten zu tun, wie wir sind. Das ist das Beste, was es gibt, weil er hatte davon keine Ahnung. So null, gar nichts. Bäh. Aber sie hat genau die beiden Arten und das ist doch das beste Zeichen dafür, dass es funktionieren muss, oder?
Ach, schön, ich freue mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf, weil das alles funktioniert, mal machen und tun. Habe ich doch glatt vergessen, dass ich Pizza im Ofen habe. Ich meine, sie geht noch, ja? Und ich wollte eigentlich nur kurz drüber was gucken. Und dann dachte ich, ah, ich kann ja das noch machen, das noch machen, das noch machen. Die Küche läuft doch gerade schon wieder. Ich habe einfach vergessen, dass ich Pizza drin habe. Sie ist nicht verkühlt, auch von unten nicht. Also, wie gesagt, sie geht noch. Ich bin auch froh, dass unser Ofen einfach ausgeht. Aber die Reste sind trotzdem noch da, ne? Naja, egal. Guten Hunger! Oh, ich bin schon eingeschlafen mit Diablo im Arm drüben. Wir haben so schön gekuschelt und ich habe eigentlich gelesen. Aber ich bin eingeschlafen. Volles Kanonenrohr eingeschlafen. Und wir haben es gerade immer noch nicht. Dazu kam, als ich hier saß, klingelte es hier oben an der Tür. Inzwischen kann ich auch die Klingel oben und unten unterscheiden. Sie sind wirklich unterschiedlich. Hätte ich einfach nicht gedacht, weil es sehr ähnlich ist. Aber es ist doch ein leichter Unterschied. Und somit habe ich nicht gedrückt und die Tür aufgemacht. Und da sind sie da. Da steht der davor. Ich so, boah, ich komme den hier noch heute. Die Postbote natürlich klingelt. Amazonien war schon da. Und jetzt DHL. Ich warte auf Hermes. Mit mehr habe ich hier nicht gerechnet. Inzwischen ist es auch schon grauer geworden draußen. Nicht mehr ganz so sonnig wie vorhin. Und meine Runde kann ich echt vergessen. Ich brauche einen Kaffee, fällt mir gerade. Es ist 15 Uhr, ich habe noch keinen Kaffee. Ich habe seit über, nein, ich habe seit über 40 Stunden keinen Kaffee gehabt. Ich habe heute Morgen einen gehabt. Gut, dann mache ich jetzt einfach einen Kaffee, damit ich wach werde. Und ich kann nicht immer zeigen, was ich jetzt wirklich angefangen habe zu lesen. Ob ich es durchziehe, ist natürlich erstmal fraglich. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, weil es wäre wirklich Back to the Roots, aber es ist halt auch Kloppy, ne? Rief der Engel. Ich habe es in meinem 90. Video gesagt oder gedacht, da fiel mir ja das alte Schnappen. Das Problem bei diesem Buch ist allerdings, das sind keine Kapitel. Das sind einfach keine Kapitel. Ich glaube, das war früher irgendwie noch nicht so gang und gäbe. Ich habe bei 13 geguckt, bei dem ersten Buch von Hün, was ich jemals gelesen habe. Es hat auch nur so 8 Kapitel, also oder vielleicht maximal 10. Ich habe weiter hinten geblättert, da waren so, da habe ich irgendwann eine 8 gesehen. Aber die scheinen sehr lang zu sein, weil das Ding ist ja auch, ne? Ja, wir haben den früher gelesen. Ich bin Kapitel gewohnt, möglichst kurze Kapitel. Aber hier sind einfach keine Kapitel, keine Null, nix. Naja. Dann werde ich halt immer irgendwie auf einer, am Ende einer Seite aufhören müssen, anders klappt es ja nicht. Ja, aber erstmal Kaffee, erstmal Kaffee. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Wenn ich gesehen habe, ich gestern bei dem Imbiss-Bistro, ich nenne es mal Bistro, ich glaube, es ist eher ein Bistro, weil Bäcker und andere Sachen im Supermarkt eine Linderkugel zu bekommen habe. Wenn man da ist, hat jeder eine Linderkugel bekommen. Ist ja genau meins, ne? Aber gut. Egal. Eine Kugel geht immer noch. Toll. Jetzt habe ich ihnen da so ein paar Snacks drauf gemacht auf sein Essen, damit er mehr isst, ja? Also, was heißt mehr isst? Damit er auf ist, habe ich bei Diablo auch gemacht. Ist die Sorte ist noch nicht so doll. Das wäre eine neue Sorte wieder. Wir testen ja gerade so viel. Ah, es macht doch irgendwie Spaß, neues Futter auszuprobieren. Oder ist gutes Futter auszuprobieren. Test uns ja gerade mal wieder richtig durch, weil es gerade so viele verschiedene Sorten gibt, die auch richtig gut sind. Also mit richtig hohem Fleischanteil und so. Und ich hätte da auch Snacks drauf gemacht, so wie es bei dir auch mal machen, wenn er nicht isst. Ich krieg das nicht raus. Aber er holt die einfach nur raus und frisst die. Gut, die sind einfach ein bisschen größer, das sind die Dinger, die wir noch mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die. Wie lange sind Snacks, wenn sie offen sind? Also sind ja zu, aber aufgemacht worden. Wie lange sind die haltbar? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und die waren ja schon offen. Na, mal gucken. Den habe ich aber drüben, die wollte ich erst nicht herholen und da ist eine andere Packung noch nicht offen. Ah, die noch nicht offen. Und wir haben davon noch eine Packung, deswegen wollte ich die jetzt auch nicht aufmachen. So eine Creme haben sie schon drauf bekommen vorhin beide. Wir brauchen. Ach, der Herr war auf Toilette. Okay. Wir brauchen auch dieses Pulver, glaube ich, was ich bei allen gerade irgendwie sehe. Dass sie das drauf machen, dann futtern sie, wenn sie mäglich sind. Das will ich mal ausprobieren. Ich versuche auch schon mit dem Mischen. Viele mischen das Futter dann wieder unter und so weiter und so fort. Und damit sie es nicht wegwerfen müssen, auch eine Option. Hat schon ein paar Mal ein bisschen funktioniert. Also ich habe es ja nicht oft gemacht, aber hey, sie essen auch gerade ganz gut eigentlich. Aber jetzt Mittagessen war jetzt so. Mal schauen. Vor allem bei Diablo ist noch relativ viel drin heute. Frühstück haben sie beide auch vergessen. Aber Mittagessen ist so.
Ich glaube aber, Teddy ist gerade weiter. Ihm scheint zu schmecken. Na gut, kriegen wir schnell wieder hin. Und vor allem kriegen wir raus, was wirklich toll ist, was wer mag und so weiter. Ich habe schon überlegt, also da habe ich schon gesagt, ich schreibe mal in das Buch, das war ja unser Katzentagebuch ganz am Anfang. Mit Teddy habe ich leider nicht gemacht. Bis Muni geht's. Aber ich habe einfach mit Teddy ein bisschen wie verpeilt. Wahrscheinlich wäre der Start so merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, ob ich es nicht gemacht habe. Sonst habe ich es ja irgendwie jetzt aufgeschrieben. Also ich da aufschreibe, welches Futter geht nicht. Ja. Eine Sache auch schon, die nicht geht. Das war ganz komisches Zeug. Hat den auch nicht wirklich geschmeckt. Von daher nur ganz wenig von gegessen. Deswegen habe ich das schon mal aufgeschrieben. Oh Gott. Hatte Diablo mehr gegessen als Teddy. Aber auch so die Konsistenz. Es sah einfach grau aus. Es sah einfach nicht schön aus. War ganz, ganz komisch. Deswegen, nein. Es war noch haltbar, das ja, aber es war einfach eine ganz komische Farbgebung, wo ich jetzt nicht sage, das muss ich dir nochmal geben. Genau. So, ich habe Kaffee, ich habe Buch, ich werde jetzt lesen. Mal gucken, wann Hermes kommt. Und dann hoffentlich mit dir aufraffen, die Küche zu machen. Das ist so mein Plan für den restlichen Tag. Mal gucken, was passiert. Ich habe gerade die ultimative Schreibtasche gekauft, die ich dann nehme, wenn ich ins Café gehe zum Schreiben. Ihr Schmatzen hört, ja. Also hier ist gerade jemand sehr beschäftigt. Ich habe irgendwo von der Tasche geträumt. Also nicht geträumt, aber darüber nachgedacht. So visioniert, wie auch immer man es nennen möchte. Überlegt. Ganz anderes Stil als das, was jetzt kommt. Habe dann so ein paar Taschen schon mal auf die Wunschliste gepackt. Die muss ich gleich wieder runterschmeißen. Einfach nur, um sie festzuhalten, damit ich sie verliere. Und dann kam von einem Modell eine Tasche in lila. Und dachte so, wenn die jetzt die richtige Größe hat, hat sie leider nicht. Aber dann habe ich eine Tasche gefunden. Da passt nämlich mein Tablet dann auch perfekt rein. Und größer wird es nicht. Ich will kein großes Schreibzeug mehr mitnehmen. Ich will das hier mitnehmen. Und ich will dann wirklich nur schreiben. Also nichts überarbeiten. Ich will es beim nächsten Mal abtippen. Aber nichts überarbeiten oder sowas. Also keine Rohstoffarbeit machen, sondern wirklich nur schreiben. Das heißt, ich habe entweder einen Block dabei, beziehungsweise ich habe immer einen Notizblock oder sowas dabei, aber auch ein A5. Und das hier. Vielleicht noch Stifte. Also so ein paar Kleinigkeiten. Und das passt ja in so eine A4-Tasche, nehme ich jetzt einfach mal rein. Also sie muss so maximal 30 cm, also ungefähr 30 cm, wie viel hat die jetzt? Ich glaube 26 cm oder so hat die. Genau, und das hier hat 25 cm Breite. Und da stand da drin, für 10,7 Zoll passt. 10, irgendwas Zoll passt, also das ist 10, irgendwas. Die kleine, es gab eine kleinere Version, da passen nur 9,7 Zoll rein. Meins ist ein bisschen größer. Ich habe gleich mal nachgeguckt, weil weiß ich das? Keine Ahnung. Ja, und ich habe es bestellt und ich habe den Gutschein für benutzt, den ich Weihnachten bekommen habe. Das heißt, ich habe es einfach gratis. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Ja, jetzt habe ich zwar im Gutschein nicht mehr so viel. 7 Euro, 6 Euro. Aber egal. Und was kostet die Tasche? 23,99. Ich meine, das schreit doch alles nach mir, oder? Die kommt Dienstag. Und dann hast du sie für nächste Woche Donnerstag. Und ich bin super gespannt auf mein kleines neues Täschchen in lila. Oh mein Gott. Das wird dann meine ultimative Schreibtasche werden. Meine Autorentasche, wenn man so will. Ja. Gleich schlafen geht Zeit. Ich will aber nicht schlafen, ich will lesen. Ich lese seit gestern Abend, okay, ich habe gestern Abend 2 Seiten gelesen. Also die eine lese seit heute, Krieg der Engel von Holbein. Und ich kann nicht aufhören zu lesen. Ich habe gesagt, dass ich es lese, ne? Das habe ich von euch, glaube ich, erzählt. Doch, müsste. Genau. Und ich kann nicht aufhören zu lesen. Ich werde mich jetzt fertig machen und so viel lesen, bis ich wirklich müde werde. Ja.
Vielleicht ist genau das das Buch, was ich die ganze Zeit gebraucht habe. Ich bin schon über 50 Seiten. Allein heute. Und letzten Tage habe ich so gut wie nichts gelesen. Oder Tage, Wochen, Monate gefühlt. Ja. Vielleicht war genau das das Buch, was ich jetzt brauchte. Und es ist spannend. Es hat so ein paar Fehlerchen drin und weiß ich nicht was. Ein paar Sachen, wo ich hinterfrage. Denke, wow. Aber an sich, die Story ist spannend. Und gibt Schockmomente und so weiter. Und sag mir so, oh mein Gott, jetzt schon. Nach 50 Jahren. Was möchtest du? Ja, nee, ist klar. Machst du ruhig bequem auf meinem Stuhl. Ohne Worte. Einfach mal ohne Worte.